Herzlich willkommen im Sprachbüro Sagle Gdeutz, Bundesrat Kultur und mehr. Wir, Mirjam Hausmann und Alexandra Koch, sind zwei Berufskolleginnen, die Wirtschaftsdeutsch für Niederländerinnen und Niederländer unterrichten. In der heutigen Folge interviewe ich meinen Cousin Frank Buschenhagen, der Geschäftsführer der Druckerei Newprint in Berlin ist. In dem Interview geht es unter anderem um die Firmenkultur bei Newprint, um die Ansprechformen Du und Sie, also ums Duzen und Siezen. Und außerdem gibt er noch touristische Tipps für Berlin. Ja, also hallo Frank, schön, dass du heute ins Sprachbüro gekommen bist. Alexandra lässt sich entschuldigen, die hatte anderweitig zu tun. Hallo Mirjam, schön dich zu sehen. Ja. Also zu hören und zu sehen. Ja. Genau, du bist in Berlin, ich bin in Utrecht. Erzähl doch mal, warum bist du damals nach Berlin gegangen? Ach, einfache Antwort, aus dem gleichen Grunde, warum alle nach Berlin gehen, weil Berlin cool ist. Und das war, glaube ich, schon immer so, das war schon von Anfang des Jahrhunderts an so, das war zu meiner Zeit so und das ist heute auch noch so. Berlin hat einfach eine Anziehungskraft auf junge Menschen, die aus ihrer angestammten Umgebung weg wollen. Und ja, ist von daher die erste Wahl immer gewesen. Okay. Genau, und mich hat Berlin immer begeistert. Ich war schon zu Schulzeiten und zu Zeiten, also bevor ich in Berlin gewohnt habe, bin ich immer mal gerne nach Berlin gefahren und es hat mich immer fasziniert zum Filmfestspielen und zu Kulturveranstaltungen und überhaupt. Berlin war cool und da fuhr man hin und deswegen wollte man da auch wohnen als junger Mensch. Und zu meiner Orientierung nochmal, wann war das genau? Das war relativ kurz vor der Wende, sprich 88 ungefähr, 1988, lange her, mittlerweile über 30 Jahre. Ja. Insofern bin ich mittlerweile auch ein Stück weit zum Berliner mutiert. Genau. In der langen Zeit und fühle mich hier auch nach wie vor wohl. Und wie war das dann so am Anfang, also deine ersten Eindrücke und wie war Berlin? Das war natürlich noch eine geteilte Stadt und mit den Kiezen, also die Viertel und so, ja, wie hat das für dich gewirkt? Also du kamst ja nicht aus der Provinz, aber eine schöne Kleinstadt, genau, in der Nähe von Frankfurt. Genau, wie war das dann so am Anfang? War das wild? Wildes Berlin in den 80ern? Klar war das wildes Berlin. Das war ja auch die Anziehungskraft von der Stadt. Ja. Dass man eben Dinge sah und tat und eine Freiheit spürte, die es in der Kleinstadt halt nicht gab in Westdeutschland. Mhm. Und insofern hatte Berlin immer eine Anziehungskraft. Du hattest gefragt inwiefern das ein Kulturschock ist oder so. Ja. Gar nicht, weil ich meine, man wusste, worauf man sich da einlässt in Berlin und was da auf einen zukommt und hatte einfach Lust drauf. Es war Leben, es war lebendig, es war voll und es war Kultur und jeder konnte machen, was er wollte. Mhm. Das ist bis heute ein Stück weit so. Mhm. Und und für mich war immer so, der Schöneberg war damals mein Kiez und der Winterfeldplatz mit dem Winterfeldmarkt, das war immer so ein Anlaufpunkt am Wochenende und ja. Ja, und sag mal, wie hast du dann die Wende erlebt? Das war dann also ein Jahr später schon. Die Wende war ein bisschen später, ja. Tatsächlich hatte ich Arbeit in einer Lichtpauserei, hieß das damals. Und da habe ich erstmal nur handwerkliche Sachen gemacht und dann bin ich aufgestiegen zum Kraftfahrer. Mhm. Das heißt, ich habe die Ware zu Kunden gebracht und die waren in der ganzen Stadt verteilt. Und als die Mauer fiel, war ich tatsächlich Fahrer und bin jeden Tag durch die Stadt gefahren. Mhm. Das war natürlich ein unheimlich aufregendes Erlebnis, wie plötzlich die Stadt überschwemmt war von diesen Pappautos, Trabis, weil auf einmal kamen die alle zu Hunderten und zu Tausenden natürlich alle Westberlin angucken. Ja. Und die Straßen waren voll und es war trotzdem toll und es war, also keiner hat sich darüber geärgert, weil es war eigentlich ein großes Fest in der Stadt. Ja. Und es mischten sich alle Seiten und umgekehrt war es natürlich auch so, dass das so in den Wochen nach der Wende bin ich dann auch immer mal wieder rüber, das heißt über die Mauer, die ja noch stand, ja. Aber es gab dann eben auf einmal Übergänge, wo man durch konnte und durfte mit einem normalen Pass, was ja vorher gar nicht so ohne weiteres möglich war. Und dann habe ich also auch lange Spaziergänge in Ostberlin gemacht und später, als das sich dann noch weiter sich verfestigt hat, sind wir auch mit dem Auto rübergefahren. Dann hat
also mit dem Firmenwagen. Ich hatte noch kein eigenes Auto. Ja. Und dann fing es auch an, als Lichtpauserei haben wir auch Baustellen und Baubüros und Ingenieurbüros beliefert. Und das fing ja dann sehr schnell an, dass die Westbüros im Osten geplant haben und gebaut haben, und so dass ich dort auch liefern musste. Das heißt, ich wurde dann auch über die ehemalige Grenze geschickt, und dort Pläne auszuliefern und Bauzeichnungen und sowas. Hast du wirklich viel gesehen? In der Tat. Ich hatte sogar eine Zeit lang eine kleine Kamera im Auto liegen und habe immer aus dem Autofenster, analog noch natürlich, nicht noch keine Digitalkamera, und habe eine ganze Reihe so spontane Fotos geschossen, so in dieser ersten Wendezeit. Und da habe ich heute noch irgendwo einen großen Stapel von Bildern liegen, die aus heutiger Sicht sehr spannend sind. Ja, das ist natürlich alles weg. Ja, interessant. Sag mal, und dann gibt es ein Phänomen, das nennt sich Berliner Schnauze. Kannst du vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das ist? Und dann bin ich gespannt eigentlich, ob es die noch gibt und wenn ja, wo? Und vielleicht kannst du einfach mal was dazu sagen. Ja, es gibt ein, also Berliner Schnauze stirbt aus, glaube ich, gibt ein Biotop, wo sie sich hartnäckig hält. Was ist es denn überhaupt? Wie würdest du die Berliner Schnauze? Berliner Schnauze ist, das typisch Berlinerige ist, dass dieses hart, aber herzlich, dieses sehr schroff und unfreundlich wirkende erstmal und abweisend wirkende. Aber dann letztlich doch, ist es doch alles in Ordnung und dann letztlich ist man doch irgendwie zugewandt dabei, gleichzeitig bei dem schroffen Ton. Mhm. Das ist etwas, womit Auswärtige, sowohl Touristen als auch so Leute, die halt irgendwie nicht Berliner sind, erstmal lernen müssen, umzugehen, weil sie sich erstmal völlig vom Kopf gestoßen fühlen durch den Ton alleine, in dem Sachen vorgebracht werden. Und es gibt ein Biotop, was ich erwähnen muss, wo sich diese Berliner Schnauze hartnäckig hält. Das sind nämlich Busfahrer. Oder überhaupt die BVG als die Berliner Verkehrsbetriebe, natürlich die Busse auch betreiben. Und und beim Busfahrer hast du dann schon immer mal so eine Durchsage: Was macht denn der Kinderwagen da hinten? Das geht doch nicht. Der muss wieder aussteigen. Da können keine zwei Kinderwagen mitfahren. So. Ja. Und dann lässt er sie aber doch mitfahren. Und dann ordnet sich das doch. Und dann, das ist so die Berliner Schnauze. Erstmal unfreundlich lospoltern. Und dann aber doch irgendwie das doch regeln und dann am Ende der Gute sein. Ah, das ist witzig, dass du das sagst mit den Busfahrern, weil ich habe mal, hier ist es normal, dass man, wenn man in den Bus steigt, sagt man guten Tag, man grüßt den Fahrer und der grüßt tatsächlich auch alle, die einsteigen. Und ich habe in Berlin meinen Busfahrer gegrüßt. Der hat mich angeguckt, als wenn ich sonst was gesagt hätte. Und die zwei Frauen, die hinter mir einstiegen, die haben sich eigentlich aufgeregt, dass ich den Busfahrer begrüßt habe. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Witzig ist, dass die BVG tatsächlich aus dieser Tatsache, dass sie bekannt ist dafür, dass sie unfreundlich sind, die ironisieren das in ihre Werbung und machen sehr schöne Werbung mittlerweile daraus. Sie nehmen sich auch selbst auf die Schippe hinsichtlich ihrer ganzen Verspätungen und ihrer Zugausfälle und so. Und das Beste, was sie machen können, ne? Das ist das Beste, was sie machen können. Und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Die haben eine tolle Werbeagentur anscheinend. Ja. Wenn du Lust hast, schicke ich dir nachher mal einen Link. Vielleicht kannst du auch mit verlinken bei dem, zu einem BVG Werbevideo, was ich göttlich finde, mit einem Rapper, der einen Song, ist mir egal, heißt es, glaube ich. Den kenne ich, aber schick den Link gerne, ja. Genau. Also falls du das mitverlinken magst, das macht euren Hörern vielleicht auch Spaß. Aber grundsätzlich würdest du sagen, stirbt sie aus? Ich glaube schon, ja. Also ich meine, ich kann das nicht so einschätzen, aber ich meine, durch die ganze Globalisierung und durch viele internationale Menschen in Berlin und zugezogene ist halt der Ur-Berliner wird halt in Relation zu der Gesamtbevölkerung immer seltener. Ich habe sowas schon gedacht. Folglich bildet sich so der Berliner Charakter und das Berliner Dialekt auch das stirbt irgendwann, glaube ich. Ich glaube auch. Also ein Thema, was unsere Kursteilnehmenden immer sehr interessiert, ist es, wie formell ist es denn nun wirklich in Deutschland und vor allem dann im geschäftlichen Bereich? Du bist ja Geschäftsführer deiner
Firma. Und mich würde mal interessieren, wie läuft das denn bei euch? Wie formell oder informell seid ihr mit den Mitarbeitern und mit den Kunden? Also ja, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich nehme an, du zielst auf das Duzen ab. Genau, Duzen, Siezen. Das Siezen, Duzen. Ja. Also erstmal zur Formalität gehört ja auch der Kleidungsstil. Ja. Das liegt vielleicht auch ein bisschen persönlich an mir. Ich besitze keine Krawatten und grundsätzlich trage ich sowas nicht. Und, ja. Und ich würde das auch, gut, ich meine, wir sind eine Druckerei, wir sind jetzt kein High-End-Business irgendwie. Keine Beraterfirma. Da ist das vielleicht auch nicht nötig, aber auch im Umgang mit Kunden oder Banken würde ich das also nicht tragen. Ja. Was das Sie und das Du betrifft, ist in Deutschland, ganz egal wo du fragst, immer ein Thema. Das ist ja, glaube ich, auch in anderen Blogbeiträgen schon mal angesprochen worden. Es ist eben so unterschiedlich auch geworden. Es ist viel weniger Standard als früher. Man muss sich da noch mit mehr Fingerspitzengefühl irgendwie bewegen, habe ich den Eindruck. Ja, das ist richtig. Also so die althergebrachten Geschäftskontakte, da sieze ich die Leute schon. Aha. Aber Betonung auf die althergebrachten Geschäftskontakte. Die meisten neu geknüpften Geschäftskontakte werden sehr schnell zum Du. Ach, tatsächlich. Und das hat sicherlich auch den Grund, dass wir, für meine Firma kann ich jetzt sprechen, wir haben sehr viel englischsprachige Kundschaft. Mhm. Also 50% etwa sprechen wir Englisch. Und ja, mittlerweile. Wirklich? Ja, das hat damit zu tun, dass wir eine englische Website haben, die sehr viel besser promoted werden kann von dem SEO als die deutsche, weil deutsche Druckereien gibt's wie Sand am Meer und die meisten sprechen aber eben kein Englisch und kommunizieren auch nicht auf Englisch und schreiben keine Angebote und Rechnungen und korrespondieren nicht auf Englisch. Ja, ja. Und es gibt aber tatsächlich viel Kundschaft. Ich meine, in Berlin muss man nur einmal U-Bahn fahren und hat 20 verschiedene Sprachen und aber eben auch ein großer Anteil Englisch. Ja. Es gibt also einfach viel englischsprachige Menschen in Berlin, die natürlich alle irgendwie ihr Business haben und ihr Geschäft haben. Und zusätzlich haben wir auch dann viel Geschäft aus USA, aus England, sogar aus Neuseeland, die in Deutschland Drucksachen liefern lassen möchten. Und die kommen dann zu uns und wir organisieren das. Insofern sprechen wir viel Englisch. Jetzt schließe ich den Bogen wieder. Und da ist es natürlich gängig, dass man per Du und Vornamen ist. Genau. Und das übernehmen wir mehr und mehr. Und ich habe also schon immer eigentlich meine Mitarbeitende unterstützt darin, dass du auch zügig mit den Leuten zu etablieren, wenn sich das ergibt, weil es schafft natürlich auch eine Nähe im Geschäftskontakt. Das heißt, wenn jemand eine Druckerei will, dann ruft er als Ersten den an, mit dem er per Vornamen und per Du ist. Und nicht, den er irgendwie noch nicht so richtig gut kennt und den er erst versitzen muss und erstmal den Namen raussuchen muss. Ja, wobei ich da wirklich denke, das ist dann das deutsche Du verändert sich also auch, weil das ja dieses Business-Du eigentlich ist. Das englische You ist ja eigentlich ganz was anderes als das deutsche Du mit dem Vertrauensverhältnis, was dazugehört. Also ja, das ist aber nicht mehr so, glaube ich. Ich würde den Unterschied nicht mehr machen. Oh. Also ich denke auch, dass das deutsche Du sich dahingehend entwickelt, dass es einfach ein ganz lockerer Umgang ist und hat natürlich, dass die Duzen und Siezen hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, glaube ich. Wenn jemand deutlich älter ist, dann siezt man eher, weil man vielleicht auch erwartet, dass derjenige von seiner Sozialisierung her so ist, dass sie eher gewöhnt ist. Ja. In Berlin war es schon immer anders als in anderen deutschen Städten, war das schon immer gängiger. Also im Café wurde man eigentlich immer schon immer geduzt in Berlin, was in Frankfurt oder München nicht unbedingt der Fall war oder ist, vielleicht noch. Mhm. Aber also auch als mittlerweile bin ich ja auch nicht mehr ganz so jung, aber auch in meinem Alter werde ich geduzt in Berlin, dann selbstverständlich, wenn ich irgendwo essen gehe. Also das hat sich schon verändert. Das ist einfach so, Sprache verändert sich. Wem sage ich das? Ja, und wahrscheinlich überflüssig die Frage, aber ihr Mitarbeitenden, ihr duzt euch wahrscheinlich alle, ne? Ja. Ja, ja, genau. Tatsächlich. Also wenn ich jemand neu einstelle, dann siezen mich die Leute manchmal erst und ich sage dann aber sehr schnell, dass ich dass also unsere Hierarchien sind auch so flach, dass das kein Thema ist. Also ich möchte auch bewusst geduzt werden. Ich komme mir dann so alt vor, wenn ich gesiezt werde. Ja. Ich habe das auch. Außerdem, es schafft es ja auch eine Distanz, ne, zwischen ja.
auch zwischen Mitarbeitern, der, wenn er was auf dem Herzen hat, wenn er eine Sorge hat, dann geht er wahrscheinlich eher zu jemandem, den er duzt, als zu jemandem, den er mit Sie und Nachnamen anspricht. Ja. Ja, interessant. Ja, das ist bei unseren Kursen halt immer ein Thema. Wie ist das denn nun wirklich in Deutschland? Genau. Ja. Und haben wir auch schon drüber gesprochen, der internationale Charakter von Berlin hat also wohl doch wirklich einen Einfluss auf eure Arbeitskultur, auch in dem Sinne, dass ihr die die englischsprachigen Leute einfach auch schneller duzt, weil die das auch eher anbieten oder gewöhnt sind natürlich mit dem You. Ja, absolut. Ja. Ich muss gestehen, ich bin immer im Zweifel, wenn ich ein Angebot schreibe für jemanden, den ich noch nicht kenne, wenn ich das auf Englisch schreibe. Ein Angebot ist ja nun mal ein offizielles Dokument, da steht auch dann Buschenhagen drunter als Unterschrift. Ja. Aber wenn ich oben schreibe, ist immer die Frage, in dem offiziellen Dokument schreibe ich Dear Paula oder schreibe ich Dear Mrs. Mrs. sowieso. Oder Miss. Weil das ist ein offizielles Dokument, also im Schriftenglisch ist es ja dann auch vielleicht noch wieder ein bisschen anders. Da bin ich auch manchmal unsicher tatsächlich. Aber da sprechen wir jetzt von Englisch eigentlich, wollen wir über Deutsch sprechen. Das ist richtig. Also wenn ich deutsche Angebote schreibe, tatsächlich, da schreibe ich dann schon den Nachnamen erstmal hin, auch wenn ich in den Tadu bin. Weil der gibt das ja vielleicht auch in seine Buchhaltung oder in seine Geschäftsführung und will dann vielleicht auch signalisieren, dass er nicht unbedingt so einen informellen Ton mit dem Dienstleister hat. Das ist interessant. Da gibt es also schon noch einen Unterschied zwischen dem mündlichen Sprachgebrauch und dann im schriftlichen beim offiziellen Angebot. Ja, vielleicht. Da habe ich jetzt gar noch nicht so drüber nachgedacht vor unserem Gespräch, aber das kann tatsächlich so sein. Okay, interessant. Dann würde ich gerne nochmal über Berlin sprechen. Du bist ja jetzt lange in Berlin. Also was findest du denn typisch Berlin? Und dann auch noch die Frage, gibt es denn irgendwelche Tipps, die du hast für Leute, die dann mal nach Berlin kommen, niederländische Geschäftsleute, die dann mal in Berlin sind, was dürfen sie nicht verpassen? Aber vielleicht erstmal die Frage, was findest du typisch berlinerisch? Oder gibt es das gar nicht? Ich überlege gerade, also typisch Berlin kann ich gar nicht so sagen, aber ich habe eine Lieblingsecke in Berlin, die für mich persönlich typisch Berlin ist, also die ich einfach mag, weil sie sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist und sehr, sehr auf kleinem Raum sehr viel Verschiedenes bietet. Ja. Das ist ein Stück Potsdamer Straße zwischen Bülowbogen und Potsdamer Platz. Potsdamer Straße ist eine ganz alte Schlagader, die gehört zur ehemaligen Reichsstraße 1. Die Reichsstraße 1 führte, glaube ich, von Stettin bis nach Konstanz am Bodensee, quer durch das damalige Deutsche Reich. Ja. Und die heißt tatsächlich heute immer noch Bundesstraße 1 und führt jetzt erstmal von Berlin nach Potsdam, dann aber, glaube ich, auch noch weiter. Ich glaube, die geht noch immer bis zum Bodensee. Mhm. Also von der Bezeichnung her. Und ein kleines Stück dieser Reichsstraße 1 ist die Potsdamer Straße im Zentrum Berlins. Und der Bülowbogen ist eine Hochbahn, das ist ja witzig, in Berlin, die U-Bahn heißt zwar U-Bahn, also Untergrundbahn, aber fährt trotzdem teilweise als Hochbahn, also gar nicht im Untergrund, sondern im Gegenteil. Ja. Und der Bülowbogen ist eine sehr schöne Hochbahnstation, eine alte, und von dort aus, wenn man nach Norden läuft, da hat sich jetzt angesiedelt, glaube ich, Sony wieder, nachdem sie das Sony Center am Potsdamer Platz verkauft haben, sind sie jetzt wieder in Berlin und haben jetzt dort ein großes Gebäude ausgebaut. Mhm. Und wenn man dann hochläuft die Straße, findet man einfach eine ganz bunte Mischung aus einer Start-up-Szene, aus High-End-Fashion, aus Presse, Tagesspiegelhaus ist da, dann gibt es dort ganz hochwertige Restaurants und sehr schöne ganz Alt-Berliner Cafés, viele Altbauten, die auch noch so ein bisschen kronschief sind und auch edle Altbauten, die mal sehr großbürgerlich waren. Mhm. Und gleichzeitig hat man dann die Mischung aus Dönerläden und Currywurst sicherlich auch und indischen Stoffläden und wirklich, wirklich kleinen, sehr kuriosen Geschäften, Secondhand-Läden und auch Prostitution ist da zu finden und dann gleichzeitig der Wintergarten, das Wintergarten-Varieté, ein riesiges, großes, altes Varietéhaus, was es schon seit den 20 Jahren gibt. Ja.
apropos 20er Jahre, es ist dort auf diesem Stück auch die Josef Roth-Diele, ein ganz altes Restaurant, wo die Zeit seit den 20er Jahren stehen geblieben ist. Aha. Alles aus Holz bis hin zur Bezahlschale. Und da wird Musik gespielt und du sitzt an langen Holztischen und Josef Roth, was damals so, das war, glaube ich, Flaneursliteratur in Berlin, das war so ein, in 20er Jahren ein Schriftsteller, der, ja, heute würde man sagen Blogger, der immer so kurz, in ganz kurzer Form über Berlin geschrieben hat, was ich auch mal gerne gelesen habe früher oder heute sicherlich auch noch tun würde. In diesem Restaurant ist er immer verkehrt und hat dort geschrieben. Und das gibt's noch und das heißt Rotdiele. Okay. Das ist dort und dann ist dort die Berlins bekannteste Hutmacherin mit einem großen Geschäft mit Fiona Bennett, die ganze Ausstattung für Wintergartenvarietés und so macht. Aber man kann dort auch als Privatmenschen Hut kaufen. Oder machen lassen. So, also eine sehr, sehr gemischte, klingt sehr vielseitig. Auf wenigen 100 Metern eine sehr gemischte Straße. Wahnsinnig viel Verkehr, eigentlich staubig und hässlich, aber auch große Platanen, also auch, viele Gegensätze und vieles Berlin, was sich da mischt. Ja. Das ist so mein typisches Berlin. Werde ich mal drauf achten, wenn ich nächstes Mal in Berlin bin. Ja, bitte. Ja, wir können, wenn du uns besuchst, dann laufen wir da mal gemeinsam. Sehr gerne. Mit Hinterhöfen, das ist ja auch typisch. Ja, Berlin, Hinterhöfen, Dass du Höfe hast, noch einen Hof, noch einen Hof, noch einen Hof. Und vorne ist es ganz edel und hinten wird es immer ramschiger. Ja. Aber das nicht nur als Gewerbehöfe, sondern auch als Wohnhöfe gibt es das ja viel in Berlin. Ja. Und das ist da, also da ist in dieser Gegend eben viel auch Altes erhalten und auch sehr Großbürgerliches erhalten. War sicherlich mal eine sehr gute Gegend. Mittlerweile ist sie sehr gemischt oder wird jetzt wieder besser, ich weiß nicht. Wir haben ja in Berlin sehr viel mit Gentrifizierung zu tun. Ja, sag mal was zu dem Stichwort Gentrifizierung. Was ist es? Ja, tatsächlich überall zu sehen. Wir kriegen in Berlin Gated Communities, was ich nicht schön finde. Das heißt, du hast einen ganzen Straßenzug, der plötzlich abgesperrt ist, einfach weil und vorne ist ein Pförtner oder eine Schranke oder ein Tor. Und du brauchst halt deine ID-Card oder deine Schlüsselkarte, um da reinzukommen. Ich bin entsetzt. Ja. Und das bis ins Stadtzentrum, bis ins unmittelbare Stadtzentrum, bis also gegenüber von dem neu errichteten, wieder aufgebauten Stadtschloss ist also so ein ganzer Bereich. Und die Wohnungen sehen, das ist von irgendwelchen Investoren, vielleicht auch, die gar nicht aus Berlin sind, sondern irgendwie, was weiß ich, aus Saudi-Arabien oder China oder Asien, sonst woher kommen, die halt hier Wohnungen haben und kaufen und da einmal im Jahr sind. Oh, und das meiste steht einfach leer, obwohl es verkauft ist oder vermietet ist oder jedenfalls nicht auf dem Markt ist. Und das sind also ganz tote Viertel, die da so entstehen. Ja, das ist natürlich gar keine gute Entwicklung. Und das ist tatsächlich, aber ich meine, das ist ein Phänomen, was wir in vielen Städten haben, in Utrecht wahrscheinlich auch, dass so viel von dem eigentlichen gewachsenen Leben sich immer weiter in die Randbezirke drängt, weil die Innenbezirke zu teuer werden. Und die Gentrifizierung passiert auch nicht nur im Wohnbereich, sondern auch im Lohnbereich. Also auch da ist es so, dass wir jetzt eine Situation haben, wodurch auch immer bedingt, durch den Ukraine-Krieg oder durch die Nachwirkungen der Pandemie, dass wir jetzt im Augenblick laufen die Geschäfte überall wieder richtig gut und es gibt überall Mitarbeitermangel. Das heißt, die Löhne gehen auch entsprechend hoch. Also auch da ist es so, neue und gute Mitarbeiter findet man nur, wenn man einfach wesentlich höhere Löhne zahlt, als das bisher der Fall war. Und auch das würde ich mal unter dem Oberbegriff Gentrifizierung subsumieren, weil das irgendwie auch damit zu tun hat. Das ist die Entwicklung, die Stadt gerade nimmt. Das war in Berlin immer noch ein bisschen abgeschwächter. Berlin war lange sehr billig für alles Mögliche. Berlin galt immer als billig, gilt auch bei Amerikanern als cheap und Beer ist cheap und alles ist cheap. Und die Amerikaner finden das ganz toll, deswegen kommen sie auch kommen wirklich viele nach Berlin. Aber wir Berliner, ich zähle mich jetzt mal dazu, finden das nicht so klasse, weil natürlich auch je mehr Amerikaner umso mehr Geld kommen, desto höher werden auch die Preise mit der Zeit und desto weniger werden die möglichen Wohnungen, die verfügbaren Wohnungen und die bezahlbaren Wohnungen. Aber
Berlin ist schon immer im Wandel gewesen seit den 20er Jahren und ist das bis heute und wird auch nicht fertig. Nee. Was man an Projekten wie unserem Flughafen sieht, der zwar jetzt funktioniert, der aber zu klein ist und von vorne bis hinten überschuldet ist und nie Geld verdienen wird und auch nie, das bleibt ewig ein Zuschussobjekt, weil die Schuldendecke, die Last alleine so hoch ist. Es ist, finde ich, sehr, sehr peinlich für Deutschland, also für Berlin, aber auch für Deutschland, so dieses mit dem Flughafen, wie das gelaufen ist. Ja, ja, aber der Flughafen, das war über viele Jahre hinaus ein amüsantes Gesprächsthema für alle, für alle in Deutschland eigentlich oder für die ganze Welt wahrscheinlich. Wir haben alle drüber gelacht. Hartmut Medorns unvergessenen Satz, der Flughafen wird fertiger und fertiger. dieser Satz ist in die Geschichte eingegangen, als er ungefähr auf der Hälfte des Weges war. Also der hat immer für viel Amüsement gesorgt. Ja. Ja, auch für Spott natürlich, dass wir als hochentwickelte Nation in Deutschland das nicht auf die Reihe kriegen, so einen Flughafen zu bauen. Genau. Ja, und jetzt haben wir Elon Musk, der wenige Kilometer von diesem selben Flughafen entfernt ein ähnlich großes Projekt innerhalb von anderthalb Jahren aus dem Boden gestampft hat, nämlich sein neues Tesla-Werk. Ja, habe ich gehört, ja. Das hat er einfach, bei allen Kontroversen, die es da auch gibt, natürlich über Grundwasser und sonstige Dinge, aber es hat einfach funktioniert, dieses Werk in anderthalb Jahren zu bauen und Autos zu produzieren. Daneben steht der Flughafen, der über, ich glaube, 15 Jahre oder sowas geplant und gebaut wurde und das Dreifache mindestens an Milliarden gekostet hat, wie geplant. Ja, genau, also das sind so zwei Gegensätze. Zwei Gegensätze, ja. Ja, ja, da wird auch fällt mir dabei ein, weil ich gerade bei dem Zitat von Medorn war, was nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Blog, ist der legendäre Satz von Klaus Wowereit: Berlin ist arm, aber sexy. Dieser Satz ist im Grunde etwas, was es sehr schön auf den Punkt bringt. Berlin hat sowieso kein Geld, aber irgendwie ist es halt attraktiv. Ja, und das ist ja auch ein Dauerzustand beides. Das ist ein Dauerzustand seit den 20er Jahren. Also schon länger, ja. Ja. Gut, Frank, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und auch ich, obwohl ich ja Berlin auch schon wirklich gut kenne, habe ich doch wieder neue Impulse gekriegt, wo ich mal hingehe, nämlich da an deine super Berliner Ecke, genau. Und vielen Dank, dass du heute ins Sprachbüro gekommen bist. Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Machen wir gerne. Genau, und wenn du nach Berlin kommst, lade ich dich ein, dann führe ich dich durch die Potsdamer Straße. Gerne, machen wir. Gut, tschüss Frank. Okay, ciao. Gefällt Ihnen unser Podcast und sollen wir weitere Folgen produzieren? Dann spendieren Sie uns doch einen Kaffee oder zwei. So bleiben wir motiviert. Das geht ganz einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung. Vind je onze podcast leuk en wil je graag meer afleveringen kunnen beluisteren? Dan kun je ons op een kop koffie trakteren of twee. Zo gaan we enthousiast door. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen Sie sich auf die nächste und abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal. Und wenn Sie Themenwünsche haben, über die wir sprechen sollten, mailen Sie uns einfach. Alle Kontaktdaten stehen in der Podcast-Beschreibung. Bis bald im Sprachbüro. Servus, tschüss und auf Wiederhören. Ihre Mirjam Hausmann und Alexandra Koch.